Wir sind nun mal emotionsgesteuerte Wesen. Auch Polizisten sind emotionsgesteuerte Wesen. Hast du sie nicht mehr? Franz! Ivo, Franz! Was? Irgendwann schauen sie auf 20, 30 Jahre Berufserfahrung zurück und irgendwann wird das die Spuren bei ihnen hinterlassen. Selbst wenn sie es abstrahieren können und sagen können, ich weiß, er meint die Uniform und ja, ich weiß, er ist betrunken und eigentlich ist er ein rechtschaffender, völlig sympathischer Mensch. Jetzt gerade hat er halt nur einen Aussetzer. Es macht was mit ihnen. Wir wissen, dass es war. Und das reicht dir. Ja, was denn noch? Mensch, der sticht einfach so zwei Leute ab. Jeder kennt die Situation, wo ein Tatverdächtiger, wo jeder genau weiß, verdammte Axt, der ist es, da wette ich ein Monatsgehalt drauf. Die Ermittlungen wurden also vorläufig eingestellt. Bis wann? Bis vor 6 Monaten. Das sind so die Momente, wo dann tatsächlich die Gemeinschaft hilft, wo man genau weiß, ich bin in eine Gemeinschaft eingebettet, wo das jeder schon mal erlebt hat. Und wenn wir einen nicht erwischt haben, die Gier, die Dummheit, die Unverfrorenheit wird ihn dazu treiben, dass er es wieder macht. Die Gerechtigkeit siegt eigentlich am Ende immer.